In Zeitlupe sinkt das Zuckerhäufchen durch die Milchschaumschicht. Ein Grufti-Mädchen sitzt fehlplatziert in einer überhippen Studentenkneipe und schreibt eine Mädchen-Vampir-Geschichte auf. Das Grufti-Mädchen weiß, was es tut, sieht es doch nur auf den ersten Blick wie ein Mädchen-Vampir-Geschichten schreibendes Grufti-Mädchen aus. Ich stehe am Gleis und warte auf den Zug, der gerade einfährt. Noch könnte ich es mir anders überlegen, einfach mit einem anderen Zug nach Hause fahren. Doch die Stimmen in meinem Kopf sind in den letzten Tagen lauter geworden, sodass ich ganz schlecht denken kann. Seit ich meine Persönlichkeiten organisiert und vor allem seit ich das Wettsystem eingeführt habe, habe ich keine Blackouts mehr. Lesen hilft.